Und damit, guten Tag Leute, Leo hier mit einem kurzen und knackigen Video zu Rainbow Six Siege. Der Mid-Season Reinforcements Patch ist da und hat einiges im Balancing gemacht, hat aber auch eben etwas technisch verändert. Rainbow Six Siege hatte schon immer eine kleine Geschichte mit Anti-Aliasing, sei es, dass es TAA benutzte, welches nicht in so ultra vielen Spielen zum Einsatz kommt, oder dass es halt TXAA von Nvidia am Start hatte, was wiederum schon ein bisschen bekannter ist. Mit dem neuen Patch aber kam eine recht interessante Option der TAA, also sprich des Temporal Anti-Aliasing, mit ins Spiel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich nenne es immer Anti-Aliasing, obwohl es ein englisches Wort ist, aber Anti-Aliasing ist essentiell Kantenglättung. Aber das soll jetzt hier kein Video darüber sein, um zu klären, was überhaupt Kantenglättung ist. Seien wir mal ehrlich, es ist einfach Kantenglättung. Jeder, der kein Bildschirm mit über 2K hat, wird wissen, was eine Kante ist, die halt ein bisschen schimmert. Und ich möchte euch einfach eben kurz und knackig auf den Punkt bringen, was zur Hölle diese zwei Slider da machen und was das Ganze mit eurer Auflösung des Bildschirms zu tun hat. Es ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, aber in den Grafikoptionen finden sich plötzlich zwei seltsame Slider wieder. Einmal die Renderskalierung und die TAA-Schärfe. Wie ihr in diesem Bild jetzt gerade sehen könnt, läuft mein Spiel auf meinem Bildschirm auf 1080p, also sprich 1920x1080 Pixel. Schalte ich nun also TAA, also nicht TAA mal 2 oder 4, also wirklich TAA an, so würde mit 100% dieser Renderskalierung das Spiel auf normalen 1080p nativ gerendert werden. Nativ gerendert ist ein gutes Stichwort, denn das ist der Witz an TAA. Mit der Renderskalierung könnt ihr nämlich sagen, läuft nämlich euer Spiel auf 1080p, wie ihr es halt bei Anzeige eingestellt habt, so könnt ihr mit der Renderskalierung jedoch unter 1080p skalieren. Das hat dann auch schlichtweg und einfach den Vorteil, dass eure Grafikkarte nicht so viel berechnen muss und ihr einfach mehr Leistung habt. Die Sache ist aber, dass diese Methode zwar cool ist, aber sie macht das Bild sehr blurry und da springt die TAA-Schärfe ein. Die TAA-Schärfe regelt absolut nichts an euren Grafik-Settings im Sinne von Performance. An dieser Stelle kann ich euch aber nicht sagen, ob das wirklich einen Performance-Hit hat, weil ich habe eine 1080 Ti und ich muss halt zugeben, ich bin ein bisschen verwöhnt von der ganzen Sache. Also diese TAA-Schärfe macht bei mir annähernd gar nichts. Also ich kann euch also empfehlen, spielt ruhig mit der TAA-Schärfe rum, wie ihr lustig seid, denn die TAA-Schärfe ist nichts anderes als die Regelung der Schärfe, die zu eurem Bild hinzugefügt wird. Läuft euer Spiel also auf 1080p, ihr habt euch aber gesagt, komm, ich will mehr FPS und ihr lasst halt dementsprechend die Renderskalierung unter 100%, so wird es sein, dass das Spiel blurry ist und das könnt ihr mit dieser TAA-Schärfe ein bisschen regeln. Hier jetzt ein kleines Beispiel für die Schärfe. Ich spiele das Spiel auf 40% von 1080p, was wirklich wenig ist. Also ihr seht es ja eingeblendet. Und die Footage, die ihr hier jetzt gerade seht, hat die TAA-Schärfe auf 0. Wie zu erwarten sieht es verdammt unscharf aus, weil wir sind halt fast bei 720p und ja, es ist halt nicht die geilste Optik, aber wenn ihr eben die TAA-Schärfe auf 100 packt, auf derselben Auflösung, also immer noch auf 40%, so sieht das Ganze dann so aus. Es ist kein Wunder passiert, Jesus ist nicht neu geboren oder sonst was, aber es ist schärfer und es ist einfach nice, dass es schärfer ist. Dementsprechend haut euch ruhig ein bisschen Schärfe rein, je nachdem welche Auflösung ihr wirklich am Start habt. Also die Renderskalierung, das mit der Schärfe, das kann unterschiedlich gut aussehen auf unterschiedlichen Renderskalierungen. Da müsst ihr einfach mal abchecken, was für euch das Beste ist. Die neue Anti-Aliasing-Option sieht ein bisschen seltsam aus und kann auch ein bisschen abschreckend wirken, aber es ist eine richtig geile Sache, weil es euch volle Kontrolle über die Anti-Aliasing-Einstellung gibt, wie stark sie ist und wie scharf ihr euer Bild haben wollt. Meine Empfehlung, wie ihr also quasi das Optimalste für euch finden könnt, ist quasi, dass ihr die TAA-Schärfe erstmal auf 50% lasst, damit ihr dann schauen könnt, mit welcher Renderskalierung ihr welche FPS bekommt. Also ich würde einfach bei TAA anfangen, also nicht bei 2 oder 4, sondern wirklich bei 1 und dann einfach mal schauen, wie euch die FPS gefallen und wenn ihr dann mehr FPS haben wollt, skaliert ihr runter, habt ihr noch ein bisschen Raum nach oben, könnt ihr auf TAA mal 2 gehen und dann halt einfach die Auflösung entsprechend runter skalieren und ganz am Ende guckt ihr dann, wie scharf ihr es haben wollt mit der TAA-Schärfe. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich wollte es mit Absicht recht kurz halten, weil es ist jetzt nicht so, als wäre das ein Referatthema, aber nichtsdestotrotz kann ich mir halt vorstellen, dass Leute, die nicht wie ich übelste Scheiße nerdy sind, dann eventuell einfach ein bisschen verwirrt sind. Und ich hoffe einfach, dass dieses kleine Video den Leuten, die Siege halt auf dem PC spielen, ein ganz kleines bisschen geholfen hat. Wenn ich euch ein bisschen geholfen habe, dann wäre es ganz nice, wenn ihr das Video liken würdet und eventuell abonnieren würdet. Aber fürs Erste würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.